Ansonsten laberst du nur. Behauptest du nur. Und das bleibt bei der Behauptung. Wenn du wirklich den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebst, dann musst du bereit sein, alles, alles, ob teuer oder billig, für den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu opfern und für Allah subhanahu wa ta'ala zu opfern. Und ihn in jeder Kleinigkeit nachzuahnen. Guck mal, subhanallah. Wallahi, diese Geschichte macht mich immer wieder verrückt. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu ardah. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu ardah war einer der genauesten Sahaba im Nachahmung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sein eigener Sohn hat gesagt, wir müssen die Frauen nicht mehr in die Moschee lassen. Warum? Und das ist eine klare Aussage gegen das, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, لا تمنعوا يعني verbietet den Frauen nicht in die Gotteshäuser zu gehen. يعني lass sie. Und sagt, guck mal, sein Stihad, seine Anstrengung. Sagt, nein, wir lassen die nicht in die Moschee, weil sie das nur als Ausrede nehmen, rauszugehen. Guck mal, Zeit von Abdullah ibn Umar radiallahu anhu ardah.